So, willkommen zu diesem Echtzeitschliff. Heute zwei Tantos, Blaurock Blades BRB4 XL, nicht XL, sondern BRB4 Fixed. Die feststehenden Messer von Blaurock Blades. Geschliffen werden sie auf 2020, All-In-Schliff, beide Klingen. Und dann wollen wir schauen, wo die rauskommen am Ende. So, und ich bewaffne mich schon mal mit zwei Klammern. So, eins, zwei. Und dem Schrauber. So, und ich dachte, ich werde euch heute mal teilhaben lassen, sowohl am Klammern der Klingen als auch am Einstellen der Maschine, weil das für manche vielleicht doch noch interessant ist. So, und da wir zuerst mit der Hauptschneide starten beim Kanto. Es ist immer leichter, die Spitzenschneide zu korrigieren, als die Hauptschneide zu korrigieren. Weil man an der Hauptschneide immer mehr Material insgesamt wegnehmen muss als an einer Spitzenschneide. Und darum starte ich ein Tanto immer gerne an der Hauptschneide und richte danach die Spitzenschneide an der Hauptschneide aus. So. Jetzt wollen wir schauen, wie wir das hier am einfachsten machen, dass ihr am meisten sehen könnt. So, das ist der Längenmessblock. So, und so ist die Klinge jetzt geklammert im Moment. Schneide parallel im 90 Grad zur Stange und parallel zur Klammer. So, jetzt gucke ich einmal, ob das hier mit dem Anschlag auch passt. Er sagt mir hier, dass die Spitze noch nicht ganz parallel ist. So sieht das ganz gut aus. Einmal nochmal gucken, dass es fest sitzt. So. Wenn man hier wie ein Berber drückt, ne, dann werden die Scherkräfte gegen die Gummis arbeiten, dann ist das natürlich nicht fest. Aber so ist das ausreichend stabil für alles. Sehr schön. So kann das losgehen. Das ist Nummer 1. Einmal kurz den checken hier. Der muss ein bisschen weiter rein wahrscheinlich gleich. Genau das gleiche Spiel. Wieder parallel ansetzen. Kann man hier schön parallel an dem Schliff ausrichten. Einmal gucken. Hinten muss er näher ran. So, wenn ich jetzt gucke, so sitzt er fest, so sitzt er fest, dann kann ich hier hinten auch festmachen. Der sitzt, 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 alles fest dran. So, so ist die Klinge parallel. Gespannt. So, das ist das erste Einspannen. So, beide Klingen sind auf voller Länge eingespannt. Jetzt heißt es quasi einmal den Längenmessblock ablesen. So, was haben wir hier? Ich würde sagen, das sind 133, 134 ziemlich exakt. Könnt ihr auch mal gucken, was ihr da lest. Ich lese 134. So, und jetzt nehme ich mir hier meine Schleifjunkie Software. So. Und dann sage ich hier oben, ich will starten auf meinem CBN 80. Ich schleife über die Frontaufnahme. Und die Länge meines Werkstücks muss ich jetzt hier noch korrigieren. Das sind 134, so 134. Ich will schleifen mit einem Schleifwinkel von 20 Grad. So,
Jetzt sehe ich auf CBN80 über die Frontbase. Dann habe ich die Werkstücklänge 134 eingegeben, Schleifwinkel 20 Grad je Seite, sagt er mir, 91,8 ist die Höhe meiner Toolbar. So, jetzt nehme ich mir hier mein Tiefenmesser und stelle mir den auf 91,8. 91 habe ich drin und jetzt nochmal 0,8. Das dürfte ungefähr da sein. Das sieht gut aus. Den hier fest. Ja, könnt ihr mal gucken. So, jetzt kann ich die Software schon wegpacken. Zack, die tue ich mal irgendwo außer Reichweite. So, ich nehme euch einmal kurz mit rüber an die Maschine zum Einstellen. Sekunde. So, dann wollen wir mal gucken. Sind meine 91,8 noch drin? Nein. Sind hier verstellt, der ist mir nämlich gerade runtergeflogen. Ich guck mal eben schnell. So, stellen wir sie halt noch mal ein. So, 91, 2,8. So, sind drin. So, und jetzt nehme ich hier meine 91,8. Zack, mache hier die Schraubenlose. Ich komme hier mit der Toolbar so lange runter, bis ich mit meinem Tiefenmesser auf der Frontbase aufliege. So, das ist jetzt der Fall. Dann schraube ich den hier fest, drücke hier oben drauf. Wenn der fest ist, ziehe ich den fest. Das kontrolliere ich nochmal. Ich möchte, dass mein Tiefenmesser so ein bisschen frei ist. So, genau so rum liegt er jetzt auf. So rum ist er frei. Das ist wunderbar. Das sind Ungenauigkeiten, mit denen ich leben kann. So, und dann kann es auch schon losgehen. Mit Korn 80. So. So. 91,8. Gut. Einmal ziehen. Einmal gucken. So, das waren 10 Züge. Das sieht schon richtig gut aus. Als Tipp für alle Tormek-Schleifer, wenn ihr eine Klinge habt, die knapp größer ist als die Auflagefläche eures Rades, ist es ja so, dass ein Teil der Klinge, entweder die Hacke oder die Spitze, immer so ein kleiner Teil ist immer nicht auf dem Rad beim Schleifen. So, damit das jetzt nicht zu Problemen führt, machen wir das, oder mache ich das so, dass man, wenn man an der Spitze oder an der Hacke ankommt, mit ganz wenig Extradruck, wirklich minimal, ganz sanft, das so ein bisschen gegensteuern kann. Das ist aber tatsächlich ein Erfahrungswert, den man machen muss. So, ich habe jetzt schon fast eine Gradbildung. Machen wir nochmal 5 Mal pro Seite. Der Originalschleifwinkel hier ist 22,5 auf allen Phasen. Und ich gehe auf 20. Das heißt, ich muss etwas länger schleifen, um einen Grad zu bilden, weil ich ja etwas umschleife.
Ja, aber ich sehe schon, ich habe hier schon eine Gratbildung. Es ist so krass, weil die halt so präzise ausgeschliffen sind ab Werk, ist jetzt auch das Umschleifen kein Riesenakt. Teilgrabbildung. Bin noch nicht fertig. Mehr Licht mit dran in Form von der Lupenlampe. Hier fehlt mir noch ein bisschen Grat. Ist noch nicht durchgängig. Ja, jetzt ist er durchgängig.
Nummer 1. Ist da. So, Klingel Nummer 2. Okay, fast durch. Jetzt ist er durch. Eine minimale Gratbildung nur an dieser Klinge. Sehr interessant. Ähnlich wie bei dem BRB4 XL Holder. Das spricht auf jeden Fall für die Härte. Ich muss echt dreimal hingucken, um den Grat überhaupt zu sehen.
so. Das war Korn 80. Circa, weiß ich nicht, was hat es gedauert? 10 Minuten pro Klinge, nicht mehr. Wir sind jetzt bei Minute 21 im Video. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was ich alles auf dieser Videostrecke schon drauf habe, aber wenn das Klammern alles mit da drauf ist, dann hat es ja noch deutlich weniger gedauert pro Klinge. So, dann tun wir jetzt einfach die anderen Körnungen durch. 160er CBN. So, es geht jetzt weiter. 160, 400, 1000, 6 Mikron, 3 Mikron, 1 Mikron Filz, 0,25 Mikron Filz. Also die ganz normale All-In-Schliff-Routine, die ich immer mache. Das war Korn 160. Korn 400.
Das Schöne an dem RWL34 ist, wenn der so schön gehärtet ist, nimmt er eigentlich ziemlich gut die Politur an. Da bin ich schon sehr gespannt auf das Endergebnis des Schliffs. Ich habe irgendwie heute einen Frosch im Hals, tut mir leid. Naja, ist ja auch wieder Herbst. Da geht das bestimmt dem einen oder anderen auch so. So, das war Korn 400. Korn 1000.
So. Das war Korn 1000. Geht's mit 6 Mikro. So. Und ich schraube hier lose eine Achtelumdrehung rauf, fixiere wieder. So. Und fertig. Das war schon der ganze Trick. So. Irgendwo. Da habe ich so ein Ding. So ein Reinigungssteinchen, mit dem man die Oberfläche etwas reinigen kann, der Räder. Das alle naslang mal zu machen, schadet überhaupt nichts. Oh, das sieht schon ziemlich gut aus. Oh, das waren zu viele. Okay, da war ich jetzt sehr großzügig. Thank you.
Ja. Das kann sich schon sehen lassen. Das wird ganz nice. So. Ich finde das einfach so spannend. Wer meine Echtzeitschliffe schon kennt und so ein paar Problembären schon von mir gesehen hat, wo ich teilweise an einfachen Klingenformen eine Stunde oder zwei oder länger geschliffen habe. Hier sieht man mal sehr schön, wie viel leichter es ist, einen präzisen Schliff nachzuarbeiten. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte, als wenn man diese Freihand Wirbelwabbel-Werkschliffe nacharbeiten muss. Das ist einfach überhaupt nicht vergleichbar vom Aufwand. Man kann hier einfach direkt präzise starten und weiterarbeiten und muss nicht erst irgendwie eine Stunde oder zwei erstmal eine neue Schneidphase anlegen und umschleifen. Das ist doch wirklich schön. Ein Genuss. Vielen Dank, Ole. Da kann man sich nur freuen als Schleifer.
bereit für sein Ziehen. So, diese beiden Klingen sind bereit für den Filz. Dieses Rad hier sitzt so viel strammer drauf als das andere. Das ist immer wieder ein Akt, das runterzubekommen. Und ich verstehe nicht, wieso. Ich mache das auch immer wieder sauber. Aber irgendwie reicht das nicht aus. Das scheint so dicht drauf zu sitzen. Auch mit regelmäßigen Reinigen und Ölen habe ich hier immer wieder Freude am Runternehmen dieses Rades. So. Zack. Ein Mikron Filz. Thank you.
So, das war ein Mikron. Jetzt machen wir den Endabzug auf 0,25. Aufstellen. Das war's. So, und normalerweise würde ich jetzt quasi sauber machen, Lederabzug machen, fertig, messen. Aber es sind ja Tantos. So, und wer sich bis jetzt gefragt hat, warum Tantos bei mir das Doppelte kosten, weil sie wie zwei Klingen behandelt werden müssen. Und das bedeutet, wir fangen jetzt alles nochmal von vorne an, an der Spitzenklinge. Das heißt, das Doppelkorn 80 kommt wieder drauf.
So, und dann baue ich hier mal kurz um, nehme euch mit auf den Tisch, damit ihr seht, wie ich umklammer. Sekunde. So, dann holen wir einmal den Messblock raus. Einmal ausklammern. So, und wir wollen an der Spitzenschneide in diesem Fall genau den gleichen Winkel anschleifen wie an unserer Hauptschneide. Das heißt, wir brauchen hier gar nichts groß verändern bei den Längeneinstellungen. Ich muss noch einmal kurz schauen. So. Dass ich den ungefähr richtig treffe. So, und jetzt wird nämlich so parallel gespannt. Diese beiden Ecken hier, die Tanto-Ecke und die Spitze, sollen ungefähr gleich weit weg sein von der Klammer. So. Dass die Mitte schön anliegt, genau. So. Sieht schon gar nicht schlecht aus. Hier hinten muss ich noch einmal korrigieren. Öffnen. So, hier schlägt er an, da schlägt er an. Das sieht gleich weit weg aus. Dann muss ich ihn hier einmal festziehen. So, dass der nicht wackelt. So. Und dann muss ich einmal hier drüben gucken, dass ich den wieder, die Toolbar muss ich mir jetzt wieder zurückstellen. So, und zwar um eine volle Umdrehung. So. Genau, Toolbar ist wieder auf der korrekten Höhe. Und jetzt gucke ich einmal kurz, ob der hier, wenn ich ihn so eingespannt habe, wie er jetzt ist, eben musste ich nur nach links und rechts bewegen und nicht groß schaukeln. Jetzt muss ich mit einer Schaukelbewegung arbeiten und ich muss einmal gucken, ob die Klammer weit genug weg ist vom Rad dafür. Das sieht aber gut aus. So, dann kann der schon so bleiben. Noch eine letzte Kontrolle, ob ich hier nichts verstellt habe. Nö, das passt. So, und dann machen wir hier das gleiche Spiel. Wie der dran liegt. Ich würde sagen, der sitzt schon ziemlich gut. Ich gucke hier hinten noch einmal zur Sicherheit. Oh, jetzt ist er ab. Und jetzt ist er dran. So. So. Bei diesen ganzen Sachen einstellen und so rate ich immer lieber dreimal checken als einmal zu wenig. So, auch hier gucke ich einmal kurz, ob das hier passt mit der Klammerführung. Das sieht aber auch gut aus. So, und weil diese beiden Hauptschneiden ja nun schon frisch geschliffen sind, besteht ein enormes Risiko, dass ich beim Schleifen aus Versehen mit dem Finger an diese Hauptschneiden komme. Und wenn das passieren sollte, dann wird das blutig. Und damit ich jetzt nicht mir die Pfoten aufschlitz, werde ich hier einmal so ein bisschen Sicherheitskrepp drüber machen. Das ist nicht viel Schutz, aber es reicht aus, um die erste zärtliche Berührung nicht gleich mit dem Schnitt zu quittieren. Das habe ich schmerzhaft lernen müssen, dass das wichtig ist. So. Denn auch eine zarte Berührung ist an einer so geschliffenen Klinge eine blutige Berührung.
Ich mache jetzt noch mal kurz Pause, hole mir noch einen neuen Kaffee und dann kann die ganze Nummer hier weitergehen. Bis gleich. So, alles klar. Kaffee ist da. Klingen sind eingespannt. Ich muss noch etwas Licht ranholen, um die Tanto-Ecken gut sehen zu können. So. Und dann kann es losgehen. Was fehlt mir? Ach, das Rad ist nicht fest. Irgendwas ist ja immer. So. Zur Spitze muss ich weiter runter, zur Hacke muss ich weiter runter. Okay, in der Mitte fehlt der Grat noch. Durchgehender Grat ist da. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die Ecke an der richtigen Stelle hinkriegen und synchron. So, der Schliff selbst gibt mir die Ecke natürlich schon vor und ich kann nur versuchen, sie genau an der Stelle nachzubauen.
So, jetzt muss ich einmal hier parallel durch meine Lupe gucken, weil das die einzige Chance für mich ist, sauber zu sehen, wie synchron die Ecke ist. Okay, auf dieser Seite ist die Ecke nicht so tief unten ausgeprägt. Gut. Und das ist nämlich der Unterschied zwischen ich schleife zwei Messer und ich schleife einen Tanto. Bei zwei Messern hätte ich jetzt einfach zwei Messer, die ich unabhängig voneinander behandle. Das muss ich alles vom Umfang her der Arbeiten hier auch machen. Nur muss ich hier zusätzlich darauf achten, dass diese Ecke hier mit dem Schliff passt und auf beiden Seiten synchron ist. Das ist etwas, was man bei einem einfachen Schliff nicht berücksichtigen muss. Und das verstehen viele Leute nicht, warum ein Tanto so viel aufwendiger ist als ein normaler Schliff. Jeder, der selber mal ein Tanto geschliffen hat, der versteht das sofort. Und der geht hier weit runter. Das passt aber. Der hier ist nicht ganz so weit gezogen. Okay, muss ich noch weiter runterziehen in die Ecke. Spitze ist okay. Ist ja schön getroffen.
kontrollieren. Auf den ersten Körnung ist es tatsächlich am allerwichtigsten, diese Tanto-Ecke im Blick zu behalten, weil auf denen wird halt die Form festgelegt. Wenn man das dann erstmal im Blick hat, so ab Korn 1000 formt man nicht mehr groß um, dann ist das nicht mehr so wichtig mit dem vielen Kontrollieren. Aber gerade auf den ersten Körnungen würde ich immer empfehlen, immer wieder Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Das erspart euch Frust am Ende, wenn es dann doch vielleicht nicht so rauskommt, wie ihr es gerne gewollt hättet. So, 160er Körnung. Schluck Kaffee. Weiter geht's. Einmal nochmal die Ecke kontrollieren. Einmal nochmal mit der Lupe kontrollieren. Das war die 160er. Ihr seht natürlich, die Schleifzeit selbst ist dann auf den Körnern, na klar, geringer, weil es eine kleinere Schneide ist. Aber die Schleifzeit selbst spielt halt auch tatsächlich eine echt untergeordnete Rolle, wenn man so viele verschiedene Steps durchläuft. No, weil dann jedes einzelne Rad wechseln kostet Zeit. Jede Kontrolle kostet Zeit. Es kostet alles Zeit.
Und immer wenn euch jemand erzählt, es kostet keine Zeit, es geht ganz schnell, ratzi fatzi, dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Ergebnisse am Ende aussehen. Und ich habe für mich halt entschieden, solche Ergebnisse möchte ich an meinen Klingen nicht haben. Aber das muss jeder selber wissen. Das muss jeder für sich selbst wissen, ob er die Fraktion ist. Es muss alles schnell gehen, ist mir alles kackegal, wie es aussieht. Spielt alles keine Rolle. Oder ob es ihm wichtig ist, wie das Ergebnis genau aussieht. Wie die Leistung ist. Sage ich auch immer, das hier ist nicht der Kanal, den man gucken sollte, wenn es darum geht, was brauche ich. Was brauche ich, spielt auf diesem Kanal keine Rolle. Hier geht es darum, was will ich. Das ist die Frage, auf der ich hier nachgehe. Das hat nichts mit Brauchen zu tun. Ich werde ihn hier auf der rechten Seite noch mal einen ganz kleinen Tick runterziehen. Ich habe das Gefühl, da ist er noch nicht. So. So, noch mal kontrollieren. Das ist wie beim Haarschnitt, wenn man linke Kotelette und rechte Kotelette immer weiter hoch schneidet, muss man gucken, dass man nicht irgendwann keine Koteletten mehr hat, nur wenn man versucht, sie die ganze Zeit synchron zu bekommen. Doch, der kommt sehr gut hier. Der andere hat immer so ein 1/10 Millimeter Abweichung. Da kommt der hier deutlich gleichmäßiger. Ja, das ist auch immer so eine Sache, wenn ich dann lese, ja, der schleift ja mit einer Maschine und Laser gestützt und hast du nicht gesehen, da steckt ja gar keine Leidenschaft drin und da musst du nichts für können. Ja, ich behaupte, für die meisten Sachen hier muss man tatsächlich nicht viel können, das kann wahrscheinlich ein Affe, aber gerade wenn man sowas macht, lass das mal eine Maschine machen. Beziehungsweise von mir aus, jeder kann sich ja selber eine Tormek zulegen und das selber einfach mal machen, so ein Tanto schleifen und dann wird er ja sehen, wie einfach das funktioniert und wie viel Können man dafür braucht. Dafür ist der Kanal hier ja gedacht, euch zu animieren, selber mal zu schleifen. Muss ja nicht zwingend mit einer Tormek sein. Ihr könnt ja auch einfach nehmen, was ihr schon habt oder freie Hand oder wie auch immer. Irgendwie einfach mal selber euch um die Performance eurer Klingen zu kümmern. Und wenn alles klappt, dann am Ende mehr Spaß und Freude an euren Messern zu haben. Tausender Körnung.
Das sieht gut aus. Ah ja. Ah ja. Hat's gebissen? Nee, es war nur eine Warnung. Bin ich kurz hier vorne an den Part der Schneide gekommen. Da hat mir das Messer kurz zu verstehen gegeben. Nein, da fasst du mich nicht an. Gut, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. So, den jetzt auch nochmal auf die gleiche Weise. Zack, eine Achtelumdrehung raufstellen.
gut aus. Aber jetzt weiß ich gerade nicht, auf welcher Seite ich geschliffen habe. Ich glaube auf der. Das ist jetzt alles halb so wild bei so feiner Körnung. Der ist noch nicht weit und noch runtergezogen. Stopp. Das Rad hier auch noch einmal kurz versuchen, die Achse sauber zu machen, bevor ich das da drauf stecke und gleich wieder festsitzt. So, einmal das Tuch rein. So. So, sauber kriege ich das auf die Schnelle nicht.
So. So. Zack. So, wir sind schon im letzten Poliergang. Und dann wird nur noch auf dem Filz auspoliert und abgezogen und fertig. Nach gut anderthalb Stunden. Für mich ist das genauso spannend wie für euch, wahrscheinlich, hoffe ich, weil ich natürlich auch noch nicht weiß, welches Schärfeergebnis wir hier erzielen werden und wie die finale Optik sein wird. Ich liebe das einfach mit jedem Arbeitsschritt hier zu sehen, wie sich alles mehr und mehr so in die Richtung entwickelt, die ich mir grob im Kopf vorstelle. Wenn es dann nachher auch so rauskommt, ist das natürlich immer wieder wunderschön. Eine selbstbelohnende Tätigkeit quasi.
Oh, hat das Putzen vielleicht doch was gebracht. So. Zack. Der kann zur Seite. Den brauche ich nicht mehr. So, ein Mikronfilz.
Und der letzte Step auf der Maschine. Jetzt bin ich langsam heiß und wir wissen, wo wir gelandet sind. Auch wieder fast 2 Stunden. Ne? So ist das. So, eine Umdrehung rauf. Die ist fertig. Ist auch fertig. Das war's. So. So. Kaffee ist alle. Dann holen wir sie einmal raus. Klinger 1.
Crepe abmachen. Das sieht anständig aus. Man glaubt immer gar nicht, wie viel Dreck tatsächlich sich beim Schleifen so ansammelt und wie wichtig es ist, nach dem Schleifen sehr gründlich so eine Klinge zu reinigen. Aber das seht ihr hier, wie schmuddelig das Tuch dann schnell ist. So, dann einmal Lederabzug. So kann ich mal gucken, ob ich euch hier ranholen kann. So. So, einmal Jeansabzug. So. Dann wollen wir doch mal schauen, wo wir rausgekommen sind. Wer wissen möchte, was die Ausgangswerte waren, dem kann ich nur ans Herz legen, sich das kleine kurze Review-Video von mir zu den beiden Klingen anzugucken. Da sind die drin. Da könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Ausgangswinkel, Ausgangsschärfemessung. Da ist alles drin. So, jetzt wollen wir mal schauen. So. So, wir vermessen zuerst
Das hier ist die modifizierte Klinge von mir, wenn ich das richtig sehe. Genau, ja. So, mit der starten wir. Hauptschneide. So, los geht's. Okay. Ja. 65 nehme ich. Das ist, das kann man gelten lassen. Das freut mich sehr. Das ist natürlich ein sehr schönes Ergebnis. Aber wir gucken jetzt natürlich genauso auch die Spitzenschneide an. Wir machen alles genauso wie mit den Ausgangsmessungen. So, den kann ich nicht auflegen. <lacht> 65 und 77 an meinem modifizierten. 65 und 77, das ist, ja, das ist zufriedenstellend. Sehr, sehr, sehr zufriedenstellend. Das sind schöne, schöne Werte. Da gibt es gar nichts. So, 65 und 77. Und jetzt wollen wir mal schauen. So, das ist Nummer 2. Mal gucken, wo der rauskommt. Ob ich gleichmäßig schleifen kann oder nicht. Sechsundneunzig. Das ist immer noch ein sehr, sehr, sehr schöner Wert. So. Und dann einmal vorne die Hauptschneide. So, das sind die Resultate. Ich sage das jetzt noch einmal. Ich sage das andauernd, aber ich werde nicht müde, das zu betonen. Bitte nehmt die Bestwerte nicht als der Weisheit letzter Schluss und als irgendeinen wissenschaftlichen Heiligen Gral oder sonst was. Das sind Indikatoren, die zeigen uns ungefähr, in welcher Schärferegion sich diese Klingen bewegen. Beide Klingen bewegen sich jetzt von der Schärfe her unterhalb frischer Einweg-Cutter-Klingen. Na, das ist eher beide in Richtung Schärfeniveau eines Operationsskalpells. So, und das Ganze bei hoffentlich 2020. Das werden wir jetzt auch überprüfen, ob ich hier nicht irgendwie einen vom Pferd erzähle oder ob der Winkel getroffen wurde. So, wir gucken mal. Hauptschneide an dem modifizierten Messer. So, einmal so. Mal schauen, ob ihr das erkennen könnt. 2020. So, jetzt gucken wir einmal die Spitzenschneide an dem modifizierten Messer an. Das ist die Spitzenschneide. Ich hoffe, man kann es erkennen. 2020. So, und da wir dieses Messer ganz genauso behandelt haben, sollte hier genau der gleiche Winkel anliegen.
Das sieht auch so aus. Ja. 2020. So, und auch hier die Spitzenschneide liegt bei 2020. Das hat also alles gepasst. Wunderbärchen. So, jetzt können wir noch mal versuchen, in die Optik der ganzen Geschichte zu kommen. Das ist immer nicht ganz so einfach. So. So sieht die Klinge jetzt aus. Das ist ein All-In-Schliff. Man sieht immer noch das Kratzmuster der Tormek. So. Ah, da ist die Tanto-Ecke. Das ist die erste Klinge. Und das ist die andere Klinge. Ich finde, beide sind sehr schick geworden. So, wir können noch einmal gucken, ob wir das schneiden können. Die schneidet und die Spitze schneidet auch. Und die hier. Schneidet auch und die Spitze schneidet auch. So soll es doch sein. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Echtzeitschliff. Ich werde hier, glaube ich, keine Draußenaufnahmen mehr ranhängen, weil der Schliff sowieso schon so lang geworden ist. Mal gucken. Aber auf Instagram und Facebook werdet ihr bestimmt noch einen Eintrag zu den Messern von mir finden oder ein kleines Reel. Und da wird es nochmal weitere Aufnahmen geben. Alles klar, macht's gut, habt eine schöne Woche. Ciao.